Hi Leute, wie geht's? Hier ist Johnny Mo. Schön, dass du wieder hier bist. Heute geht's weiter mit unserem Challenge Mode Park und ja, wir sind ja fleißig dabei, das alles hier ein bisschen schick zu machen. Wir haben zwei Attraktionen schon fertig. Einmal die Teacups oder das Teestübchen, wie wir es genannt haben, und das Karussell. Dann haben wir noch die Wild Blue hier und die Insanity, die ich da letztens hingeklatscht habe, aber noch nicht viel mitgemacht habe. Also fangen wir erstmal ein bisschen mehr Geld dafür zu verlangen. Ich denke mal, $12 ist doch echt gerechtfertigt. Oder wenn man schon für die Teacups $7 ankommt, dann machen wir auch ein bisschen mehr. 12. So. Wie viel hatten wir hier? $14. Vielleicht machen wir hier nur 11. Probieren wir es mal aus. Karussell hatten wir gesagt, $6. Das war schon echt an der Grenze, glaube ich. Und wir sehen ja, die Leute stellen sich an. Also es ist kein Problem. Was wir natürlich jetzt hier nicht beachtet haben, wir können hier keinen Fastpass bauen. Vielleicht müssen wir es nochmal ein bisschen umbauen. Ansonsten, hier Fastpass bauen wird auch schwierig. Aber für unsere Lieblingsattraktion, die Insanity und die Wild Blue, da können wir auf jeden Fall einen Fastpass bauen. Ich gucke mal, ob ich den Laden überhaupt schon bauen kann. Kann man den Informationsstand schon bauen? Nö, kann man nicht. Scheiße. Egal, machen wir. Herz Fantastic, haben wir schon erforscht. Tada, und jetzt kriegen die Leute alle Hüte spendiert. Natürlich für einen gewissen Preis. Ansonsten, was können wir hier erforschen? Servicegebäude, Geldautomat. Vielleicht nicht verkehrt, Looney Balloons. Tiki Tiki. Die Leute geben ja schon relativ viel aus. Ich würde sagen, wir erforschen einmal das Servicegebäude, Geldautomat. Und dann erforschen wir noch alle an Bord, Schienenfahrgeschäft. Familienfahrgeschäft. Ein verrückter Klassiker. Frei bewegliche Achterbahn. Alles dreht sich um Airtime. Wir haben ja schon, glaube ich, zwei Achterbahnen zur Verfügung. Deswegen will ich jetzt nicht so viel Geld in die Achterbahn stecken. Ich würde erst sagen, wir machen noch mal ein paar Servicegebäude hier. Beziehungsweise hier ein paar Foodshops. Oder die Looney Balloons. Die Looney Balloons nehmen wir noch. Und dann noch den Gulpi. So, die erforschen wir. Das heißt, wir haben sehr viele Servicegebäude, die wir hier dann in der Mitte bauen können. Abgeschlossen haben wir schon Herz Fantastic. Hat 30 Tage gedauert. Marketingkampagne mache ich jetzt erstmal nicht. Personal, mal gucken, was wir hier so haben. Vielleicht ein Animateur rein, oder? Was mit dem Hausmeister? Warum ist er unzufrieden? Gehalt nicht so übel. Finanzen sehen ganz gut aus. Also er ist schon zufrieden relativ, aber es ist schon rot hier. Also der Smiley gefällt mir nicht. Das heißt, was hat er denn für ein Problem? Wir könnten ihn fortbilden, das machen wir jetzt einfach mal. Und geben ihm einfach mal $30, also $130. Und die Zufriedenheit wird wahrscheinlich ja ein bisschen besser werden jetzt. Mal probieren. Die Verkäufer sind alle sehr zufrieden. Der Techniker ist auch so mehr, ne? Ansonsten kein Animateur. Es wird Zeit für einen Animateur. Und zum Glück habe ich damals die Thrillseeker-Edition gekauft, beziehungsweise ich hatte die Early-Bird-Edition. Und dann kann ich den Goldenen King Ghoster machen. Ich habe den noch nie gesehen. Ich finde ihn ein bisschen hässlich, aber er ist golden. So. Ja. Okay. Er ist ein bisschen betrunken und läuft durch den Park. Hat er Rollschuhe an? Es sieht so aus, als ob er Rollschuhe hätte, aber ich glaube, es sind einfach nur ganz, ganz komische Schuhe, die ein bisschen quietschen. Ja, er läuft rum, der goldene King Coaster, das ist sein großer Bruder hier. Den haben wir aufgespießt in den Popo mit dieser Stange und der steht hier als Eingangsdingens im Park. Und der Plaza hier, der wird etwas größer. Ich wurde schon gefragt, ob ich jetzt alle Gebäude hier so mache, wie hier, dass ich die so einmauere. Nee, das wird ein großer Plaza, der jetzt so bald seine Maximalgröße erreichen wird. Das wird, sag ich jetzt mal, gleichmäßig aussehen. Das heißt, wir haben hier noch eine Attraktion und hier kommen noch ein paar Stores rein und dann machen wir noch so ein paar Wege. Vor allen Dingen hier haben wir diesen Schalter. Kostet der eigentlich was im Monat? Ich glaube nicht. Deswegen würde ich sagen, machen wir noch mal zwei weitere Lines, aber also wenn der nichts im Monat kostet, dann wäre es mir eigentlich egal. Mal gucken. Gucken wir mal, ob es das kostet. Parkeingangstor, das Ding hier, genau. Genau. So, da machen wir. Kann ich das hier mal hier winkeln und so? Furchtbar, nochmal neu. So. In welche Richtung machen wir das? In diese Richtung dann. So. Ah, das ist aber nicht ganz parallel hier, ne? Dann können wir das hier so machen. Pass auf, jetzt kommt's. Jetzt kommt der magische Trick, wenn ich das Ding anklicken könnte. Geh mal auf Gebäudeauswahl. Gebäude bearbeiten. Jetzt bearbeiten wir es so richtig.
und machen da einen neuen Stand dran. Und zwar so. Also. Und fertig ist die Kiste. So, und jetzt gehen wir hin und machen kleine, kleine Wege dahin. Vielleicht machen wir es mal so. Aber das ist aber ganz schön fett hier, ne? Ist ja echt fett. Naja, das sieht nicht aus. Machen wir mal so. 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 Eigentlich wollte ich eine andere Farbe haben, aber es geht halt nicht anders. Dann müssten wir den Weg hier anders machen. Wisst ihr was? Wir lassen das erstmal so. Machen die Länge höher. Ups. Breite runter. Jetzt haben wir so Mega-Dingen. So. Dann haben wir nämlich einen größeren Eingang. Und dann können wir hier noch ein bisschen machen raus. Ist ungefähr parallel, ne? Ich würde sagen, ja. Wenn es nicht hundertprozentig ist, ist auch nicht ganz schlimm. Es nervt mich ein bisschen, dass ich die Dinger manchmal nicht klicken kann. Aber ich glaube, die Dinger sind offen, oder? Ja. 1 Dollar, 1,50. Was natürlich ein bisschen wenig ist, oder? Ist das wenig? 1 Dollar. Wisst ihr was? Wir machen mal 2 Dollar und hier 1 Dollar rauskommen. Ist doch okay. Gilt das jetzt für alle? Ja, gut. Das wäre echt übel, wenn man dann so ein Tor hat, was dann nicht den gleichen Preis hat und da man dann ganz billig reinkommt. Ich mach mal kurz die Tageslichtzeit anders. So, den Eingang hier wollte ich ein paar Stores hinmachen. Wir können ja einfach schon mal mit dem Hubshop anfangen. Hats Fantastic. Und Hats Fantastic kommt hier so hin. So. Und daneben machen wir noch Cosmic Cow haben wir ja schon. Hot Dog Squad haben wir schon. Erste Hilfe könnten wir auch gebrauchen. Wir haben nämlich nur eine Toilette. Und die Toilette läuft, oder? Die Toilette läuft, ne? Toilettenblock findet sich ein wenig langweilig aus. Wie bitte? Was soll ich da noch ein Feuerwerk in deinen Arsch abschießen in der Toilette, oder was? Was will er von mir? Wisst ihr was? Ich glaube, die Leute mögen diese Gebäude nicht. Ich habe mir überlegt, wir machen einfach mal Standardgebäude daraus. Nix fancy oder so, sondern wir machen einfach hier blau, weiß und blaue Sachen raus. Und das heißt, wir gehen jetzt hin und machen erstmal so ein bisschen Zeug drum, ne? Klatschen wir hier links und rechts die Sachen dran. Und gucken mal, was wir da so mitmachen können. Erstmal hier. So. Das gleiche machen wir hier. Ups. Und auch noch den Toilettenblock. Der darf ja nicht fehlen, denn dann wäre es ja total langweilig, auf die Toilette zu gehen. Also fangen wir damit an. Und machen jetzt hier direkt noch ein paar Verkleidungen dran. Die Musik ist noch wieder ein bisschen nervig. Also das haben sie echt nicht so toll hinbekommen wie beim letzten Teil. Man muss echt die Musik wieder ein bisschen runterregeln, sonst fliegt alles durcheinander, jeder Soundtrack irgendwie. Und, keine Ahnung. Wir machen hier erstmal weiter. So, noch ein paar Schaufenster dran. Dann machen wir hier was ganz Lustiges raus. Hier machen wir so einen Bogen raus. Und hier bei der Toilette. Was sollen wir denn bei der Toilette hinmachen? Ha. Ich überlege mir noch was. Die Toilette, na, da passt das nicht ganz. Kriegen wir da was anderes hin? Vielleicht das, wenn wir das ein bisschen runterschieben. Das Raster ein bisschen kleiner machen. So. Okay. Das soll ja nur für die Leute gut aussehen und nicht für uns von hinten. Hier machen wir es so, dass wir dann hinten auch so Mülltonnen und so dran machen, dass das so ein bisschen echt aussieht. Und dann fangen wir an. Wir machen oben ein Dächlein drauf. Was machen wir denn? Was haben wir denn hier? Das sieht ja interessant aus. Das machen wir auch hier zwischen. Kann ich irgendwo auf modern wechseln hier? Baumaterial nicht. Nee, das war hier unter Gebäudeset modern. Hier, das hier muss es doch sein, oder? Jawohl. Nice. Okay. Das sieht ja interessant aus. Ha. Das passt überhaupt nicht. Aber wir haben bestimmt andere. Das sieht interessant aus hier. Das sieht so richtig nach Planet Coaster aus. Das schreit doch förmlich nach Planet Coaster. So. So. Dann brauchen wir noch diese Stelzen, sehen auch sehr interessant aus, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür ich die verwenden soll. Ich hätte gerne noch ein paar Dächer. Wir haben hier erstmal die Cosmic Cow hier. So. Nochmal. Zack. Beziehungsweise, was man machen kann, ist doch einfach Steuerung X hier drauf drücken und dann rüberschieben. Dann hat man es perfekt parallel. Und das gleiche brauchen wir für den Hotdog Squad. So, da ist der Hotdog Squad und dann haben wir noch einen Chief Thief.
Chief Beef. Und, oh, das haben wir vergessen. Das müssen wir vorher noch dran machen. Das sieht echt cool aus. Hätte ich fast vergessen. Dann machen wir hier für den Chief Beef, machen wir blau. So. Und für den Hot Dog Squad auch. So, sieht das gut aus. Das sieht gut aus. Und dann haben wir hier noch in... Ich glaube, die gab es auch in Pink. Ich finde sie jetzt nicht. Wie heißt das denn? Ich suche einfach mal nach Laden. Ich meine, die gab es auch in einer anderen Farbe. Oder kann man die umfärben? Man kann sie umfärben. Da ist es. Okay. Damals waren es getrennt in der Alpha. Jetzt kann man sie einfach umfärben. Und das ist auch ganz gut. So. So. Dann gehen wir hin. Das machen wir so pink. Das passt nämlich zu Cosmic Cow. Gucken wir, oder lila. Lila passt auch gut. Sieht so ein bisschen nach Milka aus irgendwie. So. Und den Chief Beef machen wir blau, weil Polizei blau ist und so weiter. Ihr wisst das ganze Jahr. Und dann schauen wir nochmal weiter. Ich hätte gerne noch ein Dach. Dann gucken wir mal nach Dächer. Das sieht ja interessant aus. Was soll mir das denn sagen? Das sieht aber aus wie so eine, weiß ich nicht, eine Gabel oder so. Nee, das weiß ich nicht. Machen wir so. Obwohl, wir könnten auch diese Dächer machen. Das sieht auch interessant aus, finde ich. Was haben wir denn hier für Dächer? Nee, das passt nicht. Ich habe eine Idee. Pass auf, wir machen so ein Wellendach. Müssen wir das noch ein bisschen abändern gleich. So. Ja, es backt ein bisschen drüber. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Müssen wir das vielleicht so machen? Naja, sieht auch nicht aus. Das machen wir nicht. Ja, es ist ein bisschen schwierig hier mit diesen Dächern. Wir können es ja mal einfach mit diesen Dächern hier ausprobieren. Ob das aussieht. Im Prinzip sieht das so ein bisschen nach McDonald's aus, finde ich. Dab, 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 da. Ich liebe es. Du auch, ne? Ja, du liebst es auch. Also wenn einer für Stimmung hier sorgt, dann ist es unser goldener Coaster King. Er zieht die Massen an. Ich weiß nicht warum, was die Leute an dem finden. Ich glaube, das ist das Ding hier, oder? Ne, das ist das das? Das nehmen wir einfach. Ist egal, man sieht es eh nicht. So. Dann haben wir das schon mal fertig. Machen wir das nochmal weg. Und ich habe mir überlegt, vielleicht machen wir eine komplett weiße Front und dekorieren die dann. Das sieht doch mit Sicherheit auch geil aus, oder? Probieren wir es mal aus. So, jetzt haben wir das schon mal. Jetzt müssen wir erstmal auf Dekor gehen. Jetzt gucken wir mal hier auf modern, was wir da so haben mal eben. Das weiß ich nämlich gar nicht. Ach so, wir müssen erstmal hier die Dinger dran machen. Ich finde, das ist wichtig. Chief Beef. Und Hot Dog Squad, sagt er auch was? Hot Dog Squad. Okay. Dann wissen wir ja Bescheid. Dann machen wir es gleich hier nochmal für die Kuh. So. Und dann machen wir das hier. Das sieht natürlich jetzt auch so. Das ist ja voll fake und so. Das machen wir aber noch fertig. Und wir machen vor allen Dingen hier so eine Klimaanlage oben hin. Oder Abzug oder was auch immer. Das ist so. Ist das an der Seite? Ich mach's einfach mal an die Seite. Und dann gucken wir uns das Ganze mal bei Nacht an. So. Und wir sehen, wir müssen das Ganze etwas beleuchten. Wie wäre es denn, wenn wir schon mal anfangen mit Dekoschildern? Kunstform, ist das unter Kunstform? Nee. Requisiten vielleicht. Ich weiß gar nicht, wo drunter das ist. Schildwerbung, oder? Hier. So. Tja, was machen wir da? Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit den kleinen Sachen. Ich mach mal kurz wieder Tag. Und dann fangen wir erstmal an mit dieser Cosmic Cow hier zum Beispiel. Oder Milchshakes. Nee, wir machen die Cosmic Cow dran. Ja, ist ja gut. Und dann haben wir hier den Hot Dog Squad. Tja, wie machen wir das? Wie machen wir das? Das sieht blöd aus. Den Chief Beef können wir hier oben schon mal dran machen. Müssen wir gleich noch Winkelausrichtung ausmachen. So. Und Oberflächenausrichtung.
Chief Beef. Was haben wir für... Ist das der Hotdog Squad? Ne, das ist auch Chief Beef. Gibt es sonst noch was für den Hotdog Squad? Ich glaube nicht. Leider nicht. Schade. Ah, hier ist es. Wandschilder. Unter Wandschilder ist es. Tatsache. Dann können wir das nämlich wegmachen. So. Und machen die Cosmic Cow hier so hin. Nämlich, das leuchtet nämlich alles. Und dann gucken wir noch, was wir haben. Hier haben wir den Hotdog Squad. Mega wichtig. So. Was haben wir denn noch so schönes hier an Schilder? Na, das war's erstmal. Was haben wir denn hier? Was soll mir dieses Ding sagen? Kann ich das... ich kann es beschriften. Schlabberecke. So, das passt nicht ganz. Aber egal. Haben wir noch einen anderen Schriftzug? So, das sieht gut aus. Das ist die Schlabberecke. Das sind unsere... das sind die ersten Foodshops, die wir so haben. Die müssen wir dann hinten noch fertig machen. Aber ich mache erstmal vorne weiter. Gucken wir, dass wir hier noch was hinkriegen. Und dann hier noch einen Busch hin. Und schon haben wir die ersten Sachen so mehr oder weniger fertig. Von vorne zumindest gleich. Mir fehlt noch Stein. Ohne Stein komme ich einfach nicht klar. So. Holt er sich eigentlich auch Essen, der Techniker? Ich glaube nicht. Das wäre zu schön. Wenn die auch noch Geld für Essen ausgeben, das wäre echt klasse. Aber nein, das tun sie nicht. Es wäre auch zu schön. So, dann gucken wir, dass wir das hier nochmal hinkriegen. Und dann machen wir hier. Die Angestellten müssen ja auch irgendwo hergehen. Das geht dann hier so lang. So. Und dann müssen wir eigentlich noch die Rückwand fertig machen. Können wir eigentlich jetzt mal schnell machen. Das geht eigentlich ruckzuck, wenn man weiß wie. So. Duplizieren. Zack. Ups. Und dann noch hier fertig machen. Und dann haben wir schon so gut wie die. Also die Grundform. Oh. Ich wäre fast mit denen zusammengestoßen. Das gäbe einen Unfall. Hier, pass auf. Machen wir aber so fertig. Obwohl, da können wir eigentlich ganz normale nehmen. Da brauchen wir gar nicht so einen Aufwand machen mit diesen Dingern. Dann nehmen wir die hier. Sind das die? Ne, das sind die anderen. Dann sind das die hier. Zack, zack, zack. Und fertig ist es. Das ging doch schnell, oder? Dann müssen wir das natürlich noch ein bisschen schöner machen. Es gibt, glaube ich, schöne Fenster, die da einfach zu passen. Ich glaube, das sind diese hier. Jawohl. Dann machen wir eins mal... Ne, machen wir hinten erstmal eins dran. Da arbeiten nämlich die Leute. Gehen wir hin. Steuerung X. Rüberziehen. Bam. Bam. Und bam. Jetzt brauchen wir noch ein Türchen, oder? Sonst kommen die Leute nämlich nicht raus. Da hat es gerade geschellt. Was ist das? Oh, das ist viel zu pompös. Machen wir sowas hier. So, es gab irgendwo Mülltonnen. Mal gucken, wo wir die finden. Müll. Nee, nicht diese Mülltonne. Ich suche eine andere. Das war so eine blaue. Da ist sie. Recycling-Container. Sehr schön. So, machen wir eine hier hin. Eine dahin. Dann machen wir unseren Weg noch weiter, denn die Leute gehen ja immer daher. Bisschen stärker vielleicht mal. So. Und ein wenig Szenerie, um das Ganze ein bisschen noch abzugrenzen. So, das sieht ein bisschen blöd aus. Das machen wir nochmal weg. So, und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Fächerblume. Okay. Und schon haben wir das so mehr oder weniger fertig. Ups. Vielleicht noch ein paar Steine. Wie heißen die Dinge eigentlich? Dschungelstein? Es sind die Tropenfelsen. Okay. Dann haben wir
unser Speedbuild Food Shop schon fertig. So mehr oder weniger. Mir fehlen noch so ein paar Sachen wie Licht und so. Aber das kann man noch nachträglich machen. Vor allem geht das relativ zügig. Wir können mal kurz Tag machen, Nacht machen. Und dann sehen wir das nämlich schon. Ups. Man kann zum Beispiel... Was haben wir denn hier? Nee, das ist es nicht. Es gab so ganz nette Lichter eigentlich, die eigentlich total neutral da reinpassen. Irgendwie. Aber ich finde sie gerade nicht. Gucken. Das ist zu krass, finde ich. Was haben wir hier? Vielleicht könnte man sowas nehmen. So, damit das zumindest etwas beleuchtet ist. Und dann kann man immer noch die anderen Lichter nehmen. Sowas passt natürlich auch mega gut rein. Man könnte auch, wenn man diese Spotlights nimmt, die haben wir hier. Mal gucken, wo sie sind. Mal gucken, ob wir die im Umfeld, ob das ganz cool aussieht. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Gelb sieht natürlich auch mega aus. Machen wir einfach mal. So, und da haben wir die Schlabberecke fertig. Man kann das eh nicht mehr lesen, weil das schon verwuchert ist hier. Aber ist egal, die Toilette haben wir noch nicht fertig. Aber dann haben wir zumindest unser erstes Foodparadies fertig. Und ich habe auch sowas vor, hier zu bauen. Ein bisschen größer, sag ich mal, mit ein paar mehr Shops. Einfach nur mal hier, um das auszuprobieren. Dann machen wir hier den Plaza zu Ende. Drumherum. Und dann machen wir das Ding wahrscheinlich ein bisschen anders. Der Plaza wird gleichmäßig, also was wir hier nach links haben mit den T-Cast, wird noch nach rechts gemacht. Und dann haben wir hier, wollte ich in der Mitte, ich mache das mal so ein bisschen fertig schon mal. Guck mal, ob ich das kurz hinkriege. So, Breite mal 4. Ungefähr, naja, es ist ein bisschen zu weit. Fangen wir mal hier an. Hier machen wir eine Achterbahn hin. Wird so ein bisschen, so ein kleines, ja, zentrales Stück. Das wird richtig nice, denke ich mal. Und da müssen wir mal gucken, ob das so hinhaut. Ansonsten müssen wir das Ganze noch umbauen. Das wird auch ein bisschen höher sein. Ich habe mir so überlegt, da machen wir einen Turm oder so hin, wo die Achterbahn drum läuft. Müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich muss das ein bisschen größer werden. Und der Plaza ist dann hier zu Ende. Das ist dann unser erster Plaza. Und dann habe ich mir überlegt, dann machen wir hier in diese Region unsere Alpengegend, in der wir ganz viele Holzachterbahnen machen. Und dann gucken wir mal weiter. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Heute haben wir ein bisschen Deko wieder gemacht, ein bisschen schick gemacht. Wir haben 12.000 Dollar in der Zwischenzeit gesammelt. Und ich denke mal, das ist eine gute Sache. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Bye!